Ja, hallo zusammen. Das sieht ja schon sehr gut aus. Es füllt sich noch so langsam und wir warten eben noch auf eine Speakerin, die gleich digital dabei ist. Zumindest habe ich da jetzt gerade noch kein Bild. Ach, da ist sie. Ihr könnt sie sehen. Perfekt. Das sieht doch gut aus. Genau. Schön, dass ihr alle da seid. Ein sehr spannendes Thema. Und ja, wir sind auch sehr gespannt und freuen uns auf diese Runde. Und schon eins vorab, es wird auch die Möglichkeit geben, dass ihr auch Fragen stellen werdet. Das sage ich dann alles an. Also, wem es da mal zwischendurch juckt oder jemand was einfällt, dann gerne die Frage merken und dann kommen wir später mit einem Handmikrofon und dann könnt ihr auch ein bisschen interaktiv bei der Diskussion dabei sein. Gut. Dann machen wir erstmal eine kurze Vorstellungsrunde, wen wir jetzt hier haben, dass ihr auch wisst, ja, wer jetzt hier mit euch diskutiert oder wir miteinander. Heike, fangen wir sonst mit dir an. Heike Henn, du bist Leiterin der Unterabteilung Klima, Energie, Umwelt beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Vielleicht nimmst du uns da mal kurz mit. Was machst du da so, platt gefragt oder anders gefragt? Was ist da auch gerade ja, so ein aktuelles Thema? Womit beschäftigst du dich gerade auch persönlich am meisten bei deiner Arbeit? Ja, hallo und erstmal von mir auch guten Nachmittag. Ja, was beschäftigt mich am meisten, wird nicht verwundern, die Klimakonferenz, aber auch die Weltnaturkonferenz, die dann im Dezember auch kommt, ne? Weil ich glaube, das hoffe ich, ist uns auch allen klar, dass wir Klimaschutz und auch Naturschutz gleichrangig beides schaffen müssen. Und da geht es darum, die Konferenz vorzubereiten, unsere Themen, wie können wir einen konstruktiven Beitrag leisten und was sind unsere politischen Positionen. Da werden wir noch gleich im Detail drauf eingehen oder noch mehr drauf eingehen, noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Machen wir sonst mit der zweiten Dame erstmal weiter. Ladies first heißt es ja so schön. Sie ist digital zugeschaltet. Hoffentlich stimmt das auch mit dem Ton. Bild ist auf jeden Fall schon mal da. Miriam, vielleicht schon mal ein kurzes Hallo, dass wir dich hören. Ja, hallo, auch von mir. Perfekt, okay, da ist auf Alle jeden sind Fall der wach. Ton da. Oh. Als wäre sie mit bei uns auf der Bühne. Miriam Prüß-Hansen leitet beim GIGA-Institut den Forschungsschwerpunkt globale Ordnungen und Außenpolitiken. Miriam, vielleicht bei dir auch erstmal die gleiche Frage. Was machst du so? Was ist dein Schwerpunkt auch? Oder was beschäftigt dich gerade am meisten? Was ist so aktuell bei dir auf der Arbeit los oder bei deinem Forschungsfeld? Ja, gerne. Also einmal ganz kurz zum GIGA, um das einzuordnen. Wir sind ein sozialwissenschaftliches Institut, was zu vier Weltregionen, Nahost, Lateinamerika, Afrika, Asien forscht, also insbesondere globaler Süden. Innerhalb meiner Forschungsgruppe, wie der Name schon sagt, befassen uns wir mit der internationalen Politik, wie eben auch globale Akteure des globalen Südens auf globale Ordnungen wirken, wie die Ordnung auf die Akteure des globalen Süden wirkt. Ich selbst arbeite vor allem zu Indien in der globalen Klimapolitik, also wie sich Indien dort positioniert, sowohl normativ, aber auch natürlich sehr stark interessengeleitet zum Teil. Und ganz konkret die Forschung ist, die ich im Moment betreibe, ist, wie der Blick in die Zukunft heutige Klimapolitik beeinflusst. Okay, dann haben wir noch einen Mann in der Runde. David Rüfisch, du kommst von German Watch, bist Teamleiter internationale Klimapolitik. German Watch, vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Ihr seid hier ein Verein. Genau, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein kann und dass so viele interessiert hier sind, was sehr schön ist. Germanwatch ist seit 91 schon dabei und probiert in Deutschland so ein bisschen die Stimme der Ärmsten und Verletzlichsten aus dem globalen Süden zu sein. Und Ziel ist dabei vor allem die deutsche Regierung, die Position Deutschlands in der internationalen Klimapolitik positiv zu beeinflussen. Und ich selbst mit der internationalen Klimapolitik, wie Heike es auch sagte, im Moment dreht sich natürlich alles um die COP. Aber Germanwatch interessiert sich auch genauso für die deutsche, europäische Klimapolitik, Unternehmensverantwortung, Ernährung und Welthandel. Also ein sehr breit gefächertes Spektrum. Genau, die COP ist das Thema. Die Klimakonferenz startet ja in wenigen Tagen, ist dieses Jahr in Ägypten. Und ja, wir wollen uns jetzt ja hauptsächlich in dieser Runde auch beschäftigen, was machen wir mit den Entwicklungsländern, wie nehmen wir die auch mit? Und da vielleicht direkt als Einstiegsfrage auch. Also
ja, von euch auch, wie wichtig ist es auch, auch aus deutscher Sicht oder auch aus europäischer Sicht, die Entwicklungsländer mitzunehmen und wie wichtig sind das auch, wie wichtige Aspekte sind das auch bei Klimaverhandlungen eben auch, da auch gemeinsam zu sprechen, gemeinsam an einen Tisch zu sitzen. Heike, willst du da vielleicht zuerst erstmal was sagen oder deine Einschätzung geben? Ja, sehr gerne. Also aus meiner Perspektive oder Perspektive BMZ funktioniert das überhaupt nicht ohne einen partnerschaftlichen gemeinsamen Ansatz mit dem globalen Süden. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind die Länder im globalen Süden hauptsächlich von den Auswirkungen auch jetzt aktuell schon betroffen und werden das noch in steigendem Maße sein, während sie gleichzeitig weniger Ressourcen haben, um damit zurechtzukommen und historisch am wenigsten dazu beigetragen haben. Gleichzeitig, wenn man jetzt auf die Emissionen guckt, inklusive China, sind 2/3 der Emissionen aus Entwicklungs- und Schwellenländern und werden auch noch steigen wegen Bevölkerungswachstum, nachholendem Wirtschaftswachstum. Also das ist etwas, was wir nur gemeinsam schaffen können. Sowohl bei Klimaschutz, bei Klimaanpassung natürlich an die Folgen und auch was den Umgang mit Verlusten und Schäden angeht. Also Paris-Abkommen ohne die SDGs geht nicht und SDGs werden wir auch nicht ohne Klimaschutz und Anpassung erreichen. David, auch du siehst das wahrscheinlich sehr ähnlich oder wie kannst du das noch einschätzen oder was ist auch deine Erfahrung vielleicht auch aus der Sicht von German Watch? Wie wichtig ist dieses so gemeinsam sich an einen Tisch zu setzen? Oder auch gemeinsam Strategien sich zu überlegen, vielleicht ja auch. Ja, also Heike hat ja die Hauptfaktoren schon genannt. Was bei den Verhandlungen noch wichtig ist, dass viele der ambitioniertesten Stimmen wirklich die sind aus den Entwicklungsländern. Also ohne die Inselstaaten zum Beispiel, deren Überleben ja davon abhängig ist, dass die Temperatur nicht erst auf 2 Grad ansteigt, waren ganz erheblich dafür verantwortlich, dass wir im Pariser Abkommen auch eine Referenz für 1,5 Grad haben. Wir haben neben den Inselstaaten auch die Ärmsten, die LDCs auf Englisch, die auch immer sich sehr stark dafür einsetzen, für Minderung, für den Klimaschutz, aber natürlich auch für die Anpassung, weil sie eben schon sehr stark vom Klimawandel betroffen sind. Ich sehe aus dem Augenwinkel, dass Miriam fleißig nickt. Wir wollen dich ja nicht vergessen, auch wenn du jetzt nur virtuell dabei bist. Möchtest du da gerade noch was ergänzen? Weil du gerade schon so. Ja, nee, ich denke, beide haben hier gerade schon fast eine druckreife Antwort gegeben. Ich meine, ein Punkt vielleicht noch ist natürlich auch wichtig, dass es auch unterschiedliche Perspektiven aus den Ländern geben. Also allein, wenn man an indigene Völker denkt und Herangehensweisen, die eben einfach auch andere Impulse und unterschiedliche Impulse eben auch im Sinne der globalen Gerechtigkeit geben können. Also auch von der inhaltlichen, nicht nur von der, sag ich mal, von der Prozesssicht, dass es wichtig ist, mit einzusprechen, sondern auch von der inhaltlichen Ebene her und Sichtweise her ist das wichtig. Schauen wir uns doch mal an, wie das so in der Praxis schon noch bisher läuft. Also ein Punkt beim Klimagipfel ist ja eben auch, die Entwicklungsländer auch zu unterstützen. Da gibt es ja schon Projekte, die schon auch so laufen, ne? Zum Beispiel, Heike, du hast doch da auch viele Erfahrungen auch schon gemacht oder weißt ja auch vielleicht auch, ja, was aktuelle Projekte sind, die auch aus Deutschland herauskommen oder mit der deutschen Regierung auch zusammen an den Start gehen quasi, auch im Ausland dann. Genau, ich meine, bei der Klimakonferenz geht es natürlich auch wichtig darum, wie du sagst, dass die Unterstützung für den globalen Süden bereitgestellt wird. Das sind immer die berühmten 100 Milliarden, ne, die wir auch endlich schaffen müssen. Die werden aber natürlich unterlegt. Das ist ja nicht einfach nur Geld, sondern es sind natürlich Programme. Ne? Und das ist im Bereich Klimaschutz zum Beispiel Ausbau erneuerbaren Energien oder auch ganz aktuell Kohleausstieg in Südafrika unterstützen. Im Bereich Anpassung sind das große Programme im Bereich Landwirtschaft, weil Ernährung, wissen wir ja auch aktuell, verstärkt durch die multiplen Krisen, Preisanstieg, aber eben natürlich auch Klimawandel, ist Anpassung und auch die Minderungsaspekte und wassersparender Einsatz etc., dürreresilient. Das sind auch große Programme, die wir dort unterstützen. Und wenn ich das vielleicht konkret für den dritten Bereich sagen will, und das ist auch so ein Programm, mit dem wir extra zur COP antreten, das sind die Schäden und Verluste, die es ja jetzt schon gibt, wo wir im Bereich soziale Sicherungen und Versicherungsansätze schon viel machen
und jetzt neu ein großes Programm, einen sogenannten Schutzschirm gegen Klimarisiken auf der COP vorstellen wollen, um einfach stärker, systematischer, umfangreicher Länder, besonders verletzliche Länder und Gruppen unterstützen zu können. Kannst du uns mal schildern, wie so ein Projekt dann auch abläuft? Also klar, es gibt erstmal eine Idee, dann wird sie zum ersten Mal getroffen, dann reist man vielleicht auch mal zusammen irgendwo hin, dann wird irgendwie besprochen, was genau wollen wir jetzt hier angehen, was soll das Ziel sein? Und ja, wie läuft so ein Projekt dann auch ab, auch im Hinblick mit der Finanzierung? Wir hatten das ein bisschen im Vorgespräch, wo du immer noch gesagt hast, auch mit der Finanzierung, da gibt es dann ja auch ein paar ja, Konditionen, was das dann ja auch geknüpft ist. Also wie läuft so ein Projekt dann auch ab? Ja, vielen Dank. Das ist natürlich so eine richtig mechanische Frage, wie funktioniert das dann dahinter, ne? Was auch dann nochmal viel erläutert. Also zentral ist erstmal, wenn es um bilaterale Programme geht, das heißt von Deutschland mit einem anderen Land, dass das eben auch mit dem anderen Land, Burkina Faso, Südafrika, Indien, ne, besprochen wird. Das heißt, dass wir sagen, was uns wichtig ist und das Land aber eben auch selber. Und idealerweise auch unter Beteiligung von Zivilgesellschaft und anderen Gruppen in dem Land, ne, dann auch gestaltet. Und ein Instrument, was uns gerade in Bezug auf Klima besonders wichtig ist, sind eben Programme, die es ermöglichen, die Länder bei der Gestaltung von klimafreundlichen Rahmenbedingungen zu unterstützen. Das heißt Energiepolitik, das kann aber auch die Landwirtschaftspolitik sein, um eben die Anpassung, ne, einfacher zu machen. Und dann sind das Mittel und Programme, die eigentlich gar keine konkreten Maßnahmen haben, wie dort wird Saatgut bereitgestellt oder so, sondern gemeinsame Ziele vereinbaren. Diese Reform im Energiesektor wird durchgeführt. Es sollen so und so viel in Kohleregionen zum Beispiel, wo in Südafrika das Ausstiegsprogramm starten sollen, da muss dann Bildung bereitgestellt werden, um Alternativen auch zu schaffen. Und solche übergreifenden Ziele werden dann vereinbart. Das nennt man politikbasierte Finanzierung. Und aus unserer Sicht ist das ein ganz zentraler Hebel, um wirklich die Rahmenbedingungen für Klimaschutz und Anpassung besser zu gestalten. Wie werden wir denn dann auch so im Ausland wahrgenommen oder auch dann ja im globalen Süden, wenn es jetzt zum Beispiel Indien ist? Miriam, du kannst da bestimmt was zu sagen. Ja, wie werden wir da auch so wahrgenommen? Sind wir für die so ein Lehrer oder sind wir da eher Berater dann auch? Wie kommt das so an, wenn wir dann da auch ein bisschen ja, mitmischen oder ja, da eben auch Projekte dann umsetzen? Ja. Also ich glaube, dass die Bezeichnung Lehrer wäre, glaube ich, eher unangebracht, auch aus Sicht Indiens. Ich glaube nicht, dass das so eine Beschreibung zu großer Begeisterung führen sollte. Natürlich wird das gerade bei Technologietransfer, also wird da natürlich Deutschland schon als sehr wichtiger Partner gesehen, wo eben auch wichtiges Knowledge und Know-how herkommen kann. Allerdings ist Indien gerade natürlich auch einer der großen Kritiker, jetzt nicht nur Deutschland, sondern der EU, der G7-Staaten als sich, weil eben immer noch diese Riesenlücke im Bereich der Klimafinanzierung besteht. Und ich möchte da nur einmal, bevor das untergeht, in dem Zusammenhang Entwicklungshilfe, Klimafinanzierung, müssen wir bei der Klimafinanzierung natürlich immer mitdenken, dass die Forderung auch ganz klar ist, dass das zusätzlich zur bestehenden Entwicklungshilfe bezahlt werden muss und soll und das auch so vereinbart ist. Nicht, dass das jetzt auch in unseren Diskussionen ein bisschen untergeht, ne? Dass jetzt wir machen jetzt Entwicklungshilfe wie immer und machen halt auch noch Klima, sondern das soll zusätzlich zur bestehenden Entwicklungshilfe dazukommen. Ein Programm, das wurde, glaube ich, noch nicht mit dem Namen benannt, aber das meintest du, glaube ich, Heike, die Just Energy Transition Partnership. Ich glaube, da hat was jetzt mit Südafrika eben den Ausstieg aus der Kohle besprechen soll. Und ich glaube, das ist ein sehr innovatives Format. Ich meine, es gibt noch nicht allzu viel Inhalt dazu, zumindest meines Wissens nach. Ganz konkrete Maßnahmen dazu. Aber ich glaube, da hat Indien zum Beispiel ein sehr großes Interesse dran, weil es da wirklich auf die Kommunikation auf Augenhöhe ankommen soll, so wie ich das verstanden habe. Und ich denke,
da besteht großes Interesse an und ich glaube, gerade das ist auch ein sehr wichtiges Format. Und soweit ich weiß, soll Indien auch eines der nächsten Länder sein, was hier, mit dem hier sowas verhandelt werden soll. Okay. Ja, aber ich denke, die Position als Lehrer, ich denke, das ist, das war nie zeitgemäß und ist auch auf keinen Fall zeitgemäß. Dafür hat Indien und auch die anderen Länder viel zu viel eigenes Potenzial. Also das würde ich so nicht stehen lassen. Okay, sehr gut. Es soll ja auch ein Miteinander sein, ne? Das wollten wir damit auch hervorheben, dass das auch soweit klar ist, ne? Auf Augenhöhe hast du gerade schon gesagt, die Kommunikation. David, das wirst du sicherlich auch so unterschreiben, oder? Wie wichtig ist dieser Aspekt, auch beratend aus deutscher Sicht zur Seite zu stehen und auch die Entwicklungsländer ja ein bisschen so auch an die Hand zu nehmen oder denen vielleicht auch zu sagen, passt auf, wenn ihr jetzt ja, euer Wirtschaftswachstum auch vorantreibt, denkt an gewisse Punkte, macht vielleicht nicht die gleichen Fehler wie wir. Also wie wichtig ist da auch einfach ja, unsere Erfahrungen, unser Fachwissen auch weiterzugeben? Ja, also ich glaube, auf den partnerschaftlichen Aspekt haben wir uns jetzt hier schon geeinigt. Die Länder schauen ganz stark auch darauf, was Deutschland eigentlich macht. Wie verhält sich Deutschland? Und wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das in die Aktualität holen, haben wir nun den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und Deutschland hat jetzt zumindest temporär die Kohleverfeuerung wieder gestärkt. Es wird Gas überall nachgefragt. Und das ist eine schwierige Situation, weil die Länder im globalen Süden jetzt sagen, naja, ihr macht ja auch noch fossil. Ihr habt jahrelang die Energiewende angepriesen und macht jetzt fossil. Natürlich beschleunigt sich eigentlich ja die Energiewende in Deutschland, trotz diesem temporären, aber die Wahrnehmung ist halt eine andere. Und entsprechend ist es ganz schwierig, wenn dann zum Beispiel Länder wie beispielsweise Senegal sagt, wir möchten eigentlich noch unser Gas ausbeuten und dann zu sagen, na, ihr dürft das nicht, wenn, also sie sollten es nicht, aber sie sagen halt zu Recht, na ja, aber ihr faltet euch ja auch nicht anders. Und deshalb ist es nicht einfach, diese beratende Funktion auch einzunehmen. Wobei natürlich völlig richtig ist, was du sagst, Anushka, sie sollten nicht dieselben Fehler machen. Die erneuerbaren Energien sind schon günstiger, also im Grunde bietet sich alles an. Aber diese Rolle, die beratende Rolle einzunehmen, wenn man vielleicht nicht 100% immer kohärent handelt selbst, ist das nicht einfach. Geht schon ein bisschen so in die Richtung, was ich jetzt gerne ansprechen wollte, was alles eben doch nicht so gut läuft. Also sprich, haben wir jetzt diese beiden Aspekte, Entwicklungshilfe und eben Klimawandel, Klimaschutz. Wir haben jetzt schon festgehalten, klar, das soll alles auf Augenhöhe sein, wir wollen beratend zur Seite stehen, das ist so ein Miteinander. Aber was sind denn vielleicht auch so die größten Schwierigkeiten, größten Herausforderungen? Du hast es gerade schon gesagt, wir haben aktuelle Krisen, die da auch mit reinspielen. Aber vielleicht auch mal davon losgelöst, was sind so Stellen, ja, wo bremst es, wo hakt es, wo sind vielleicht so Punkte, wo ihr auch sagt, Mensch, da müssten wir eigentlich schon mal viel weiter sein. Fällt euch da direkt was ein? Miriam schreibt schon, Miriam macht Notizen, sonst machen wir es mehr auf der Bühne noch weiter. David sonst? Ja, also ich glaube, wir müssen verstehen, dass die Dimensionen, also wir haben die 100 Milliarden gehört, das ist natürlich ein wichtiger Beitrag, der leider 2020 nicht erfüllt wurde. Aber wenn wir sehen, welche Bedürfnisse letztlich die Länder des globalen Südens haben, um wirklich sich also so zu transformieren, die Wirtschaft, dass sie auf dem 1,5-Grad-Pfad sind, dass sie sich an den Klimawandel anpassen können, da reden wir von ganz anderen Dimensionen. Also die Dimensionen sind ganz andere. Und dann könnte man sagen, naja, aber wer soll das denn alles bezahlen? Und da gibt es Faktoren, der Privatsektor muss einen Teil zahlen, in den Ländern selber müssen Investitionen kommen, aber auch die Klimafinanzierung. Und wenn wir dann die Klimafinanzierung, diese 100 Milliarden mal gegen die Subventionen, die fossilen Subventionen in der G7 oder G20 legen, dann sind das Dimensionen, da fragt man sich zu Recht in den Ländern des globalen Südens, wieso fließen die Gelder alle in fossile Subventionen? Legen wir gar nicht erst neben die Covid-Pakete, da haben wir nochmal andere Dimensionen. Also da ist eine Lücke und das ist, Deutschland muss man sagen, Deutschland ist letztlich führend in der Klimafinanzierung. Das ist sehr schön zu sehen. Aber auch da ist es letztlich noch
deutlich zu wenig verglichen zu dem, was eigentlich notwendig wäre. Okay, ist also noch viel Luft nach oben. Miriam hatte sich gerade Notizen gemacht. Möchtest du uns daran teilhaben lassen? Ja, was hier, kam dir in den Sinn? Ja, das Erste, was hier steht, sind tatsächlich auch Subventionen. Also das ist wirklich ein sehr großes Thema. Was hier noch steht, ist, dass es generell einfach, es gibt einfach unglaublich viele Zielkonflikte, wenn ich das jetzt mal von einer eher übergreifenden sozialwissenschaftlichen Perspektive sehe. Also der Zielkonflikt, gerade im Bereich der Geopolitik, ne, der Konflikt zwischen Indien und China, ne, dass da sehr viel Rivalität besteht und gleichzeitig aber ein Riesenbedarf, also wenn diese beiden Länder nicht zumindest beide teilnehmen, am besten noch in einer Form der Partnerschaft an der globalen Klimapolitik, dann wird es nichts. Also ich denke, wir müssten sehr viel mehr Bewusstsein, auch in der deutschen Außen- und Entwicklungspolitik, über diese Zielkonflikte, auch die eigenen Zielkonflikte haben. Also wie ist das jetzt mit was auch schon angesprochen wurde, mit Kohle, Wiedereinstieg, sage ich mal, und der Förderung der erneuerbaren Energien. Also dieses, ich finde, wir reden zu wenig auch über diese Zielkonflikte und auch mit den Partnern. Also dass es da eben auch gegenläufige Bedürfnisse gibt. Also das große Unverständnis darüber, wie Indien zum Beispiel im Ukraine-Krieg gehandelt hat. Ich meine, das ist, kann man verurteilen, ist auch vermutlich gerechtfertigt, aber es sollte mehr Bemühen geben, eben hier auch aus der Perspektive der Partnerländer das mitzudenken und eben auch deren Zielkonflikte bewusst zu nehmen und dadurch eben bessere Politik zu machen. Also ich könnte da im Bereich der, sag ich mal, der Deliberation, ne, gibt es, denke ich, auch noch Luft nach oben. Fehlt es uns auch da noch mehr präventiv zu denken? Also jetzt entweder aus deutscher Sicht oder auch aus Sicht der EU oder Europa dann heraus. Also gerade Thema auch Finanzierung. Vielleicht sagt der ein oder andere Mensch, die Entwicklungsländer, das ist doch auch alles ganz weit weg und so weiter und so fort. Aber vielleicht auch mal daran zu denken, was sind Folgen von Klimaschäden? Also zum Beispiel Klimamigration, wenn Menschen ja ihr Zuhause verlassen müssen, weil da vielleicht gar nichts mehr steht, weil da Überflutungen sind, Dürre, Trockenheit. Also ist das vielleicht auch noch so ein Aspekt, was noch fehlt? Du sagtest eben, es wird zu wenig gesprochen. Ist das auch so etwas, was viel mehr noch auch in unseren Alltag muss, uns darüber im Klaren zu sein, was auch Folgen für uns sein können, was irgendwo angeblich in Anführungsstrichen weit weg passiert im globalen Süden, was uns dann ja aber auch treffen kann? Heike? Ja, also ich glaube, die Komplexität einerseits und die Zielkonflikte, die ja Teil der Komplexität sind, aber nicht ausschließlich die Komplexität ausmachen, die dürfen wir alle nicht unterschätzen. Ne? Ich glaube, die IPCC-Berichte, 100.000 andere Analysen sind ja ganz klar, dass du vollkommen recht hast, Anushka. Aber das ist eben nicht so einfach aufzulösen. Ne? Sehr viel mehr Geld jetzt auszugeben, wäre absolut rational. Punkt. Aber innerhalb jetzt aktuell russischer Angriffskrieg, vorher Covid, gesellschaftliche Dynamiken, die wir ja auch, sage ich mal, in unseren Familien, Städten und so weiter sehen oder in Europa, jetzt gucken wir alle auf die Wahl in Brasilien, also die Welt ist jetzt ja auch nicht politisch unbedingt einfach. Da dann diese analytisch absolut richtig Entscheidungen zu treffen und die politisch auch durchzuhalten, das ist aus meiner Wahrnehmung wirklich nicht so einfach. Wenn ich noch darf, nur drei Punkte, die passen dann zu der Frage, die du, sag ich mal, vorher hattest und hängen damit zusammen. Bei Finanzierung, also von dem, was noch nicht so richtig läuft, Finanzierung hattet ihr ja auch angesprochen, völlig richtig. Ein Punkt, den ich damit gern verbinden würde, wären wirklich, wir müssen die Rahmenbedingungen anders gestalten, damit auch der Privatsektor, der einfach weiß, keine Subventionen, CO2 wird bepreist etc., und dann, oder es gibt die Bauvorschriften, wie man bauen muss, sodass die Infrastruktur auch stabiler ist in Form einer Flut. Also, und da fließt das Geld dann an die Stellen, wo wir brauchen. Ja. Zweiten Punkt, der noch nicht so gut läuft, ist aus meiner Sicht wirklich rund um Anpassung. Das ist auch ein kompliziertes Thema, das ist multisektoral, man muss viele Leute beteiligen, man muss vorausschauend Geld ausgeben.
Und da müssen wir, glaube ich, alle wirklich miteinander besser werden. Und der dritte Punkt, Senegal hattest du, du vorhin angesprochen, Entschuldigung. Alles gut. Und das hängt so ein bisschen mit Glaubwürdigkeit oder wie gestaltet man auch so Partnerschaften? Wie ist man auch ehrlich über eigene Zielkonflikte? Ne? Und als wäre jetzt hier in Deutschland der Kohleausstieg so nur happy-go-lucky. Also ist ja auch nicht der Fall. Und zum Beispiel im Senegal, da hatten wir dann eben jetzt Gespräche von unserem Staatssekretär und so, wo Senegal sagt, ja, aber wir haben noch eben nicht 100% Energiezugang. Wir haben Kochen, ja, was für Frauen absolut gesundheitsschädlich ist. Das sind unsere Bedarfe. Jetzt löst die uns mal ohne Gas. So, ne? Und da haben wir dann gesagt, wir unterstützen Senegal mit Studien in der Hoffnung, auch wirklich ganz konkret darzulegen, wie man die Bedarfe im Senegal lösen kann mit Erneuerbaren und dass es auch billiger ist oder an der Stelle, wo es nicht billiger ist, weil die Erneuerbaren am Anfang wirklich noch so, bevor sie dann billiger werden, erstmal teurer sind, dass man da ganz konkrete Lösungen hat und nicht von oben herab sagt, naja, mach doch, während wir selber vielleicht gerade andere Nöte haben, sondern gemeinsam die Lösungen entwickelt und da glaubwürdiger dann auch wird. Ich glaube, aktuell ist ja sehr trendy dieser Begriff Polykrise, also die Vielzahl der Krisen, die wir einfach gleichzeitig bewältigen müssen. Und das ist einfach, das ist überall komplex. Also sei es in Deutschland, sei es in anderen, in der EU, im globalen Süden. Und da noch viel mehr klar zu machen, dass Antworten auf eine Vielzahl dieser Antworten, dieser Krisen also logische Antworten gibt. Also mit der erneuerbaren Energie, die erneuerbaren Energien bedeuten auch Energiesicherheit, bedeuten auch Unabhängigkeit vom Import von zum Beispiel autokratischen Regimen. Erneuerbare Energien bedeuten zum Beispiel auch neue Lieferketten in Ländern. Genauso im Anpassungsbereich Ernährungssicherheit, die Landwirtschaft vielleicht breiter aufstellen und sich gleichzeitig anpassen an die Auswirkungen des Klimawandels. Das also klar zu machen, dass manchmal die Antwort für mehrere Krisen eigentlich zusammenhängt, das ist eine der großen Aufgaben. Einen zweiten Punkt möchte ich noch hervorheben. Wir bei Germanwatch probieren auch zum Beispiel innovative Wege zu gehen, indem wir uns nicht nur auf die Regierung konzentrieren, sondern zum Beispiel engagieren wir uns auch mit einem peruanischen Bauern, Saul, der davon betroffen ist, dass einer der Gletscher praktisch in seinem Vorgarten abschmilzt und sich ein Gletschersee bildet und die Gefahr ist, dass der irgendwann bricht und das Dorf wirklich überschwemmt, in dem er lebt. Und Saul hat in Deutschland den Energieanbieter RWE verklagt, weil RWE historisch einen so hohen Anteil durch die ganze Kohleverstromung am Klimawandel hat. Und wenn das interessiert, um 18 Uhr im Barcamp gibt es da auch mehr zu hören. Aber diese Aspekte der Klimaklagen ist auch ein innovatives Instrument, um nochmal andere Wege zu gehen, um das Ganze zu beschleunigen und mehr zu machen und zu erwirken. Und diese Klage läuft noch, die du gerade, die du gerade angesprochen hast, diese Klage, läuft die noch oder ist die durch? Die läuft, genau. Also, das ist ein laufender Prozess. Im Mai war das Landesgericht Hamm war tatsächlich auch in Peru, um sich das anzuschauen. Aber es gab schon zum Beispiel wichtige erste Ergebnisse, nämlich, dass durch die Atmosphäre eine globale Nachbarschaft herrscht. Weil wir in dem deutschen Recht sind wir für unsere Nachbarschaft in gewisser Weise, gibt es Verbindungen. Und durch die Atmosphäre, weil wir alle zusammenhängen, gibt es eine globale Nachbarschaft. Das heißt, diese Verbindung besteht schon. Und das ist schon eine ganz wichtige Erkenntnis, die das Gericht da schon festgehalten hat. Vielleicht da auch aufhören, so in Ländergrenzen zu denken. Ne? Also, das CO2 bleibt ja nicht irgendwo hängen, an der Grenze zum Beispiel. Einen Aspekt würde ich gerne noch ansprechen und danach machen wir gerne eine offene Fragerunde. Also wer da was hat, schon mal gerne überlegen. Wir hatten es schon ein bisschen angesprochen, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine läuft jetzt schon seit über einem halben Jahr, ne? 8 Monate, man mag es kaum sagen.
Inwieweit ist das auch etwas, was Entwicklungspolitik bremst oder uns auch ja, in unseren Bestrebungen beim Klimawandel oder beim Klimaschutz, gibt es da noch Aspekte? Wir haben das schon so ein bisschen angesprochen, aber ich würde es gerne nochmal, würde dem ganzen Thema einfach nochmal kurz gerne Raum geben. Also was sind da auch so Aspekte oder was sind eure Erfahrungen der letzten Monate? Ja, inwieweit beeinflusst das vielleicht auch noch mehr, als wir denken, uns auch oder eben generell unser Thema jetzt bei der Entwicklungspolitik auf Klima bezogen? Soll ich anfangen? Gerne. Also das ist natürlich ein Faktor, der seit dem 24. Februar absolut Politik, Ressourcen, Aufmerksamkeit, Kapazitäten erstmal bindet und in den Ländern des globalen Südens noch eben bei den Polykrisen hinzukommt, Inflation, Energiepreise, aber dann auch dadurch Ernährungskosten erhöht hat. Jetzt sinkt es langsam wieder, das ist positiv, aber dass die Aufmerksamkeit auch in unseren Partnerländern, auch deren finanzielle Flexibilität, also wofür kann ich überhaupt noch Mittel einsetzen, ja, worüber will ich mit dem BMZ überhaupt sprechen, ja, nicht erstmal Klimaschutz, dieser Faktor ist auf jeden Fall da. Gleichzeitig, David hat es ja vorhin schon gesagt, der Angriffskrieg jetzt, die Energiekrise, hat ja all diese Faktoren nochmal für Erneuerbare gestärkt. Unabhängigkeit, Kosten, Energiesicherheit. Und diese Woche, der Bericht der Internationalen Energieagentur hat ja das gezeigt, was ich ehrlich gesagt gehofft habe, aber mir nicht selber ausrechnen konnte, dass ich meine, ist so schwer zu sagen, so bitter das ja ist mit all den Folgen für die Menschen in der Ukraine und auch global, ja, aber dass der Effekt wohl des russischen Angriffskrieges sein wird, dass die Energiewende beschleunigt wird. Mhm. Ja, und das war für mich diese Woche wirklich die positive Nachricht, die ich mitgenommen habe und hoffe, dass das eben auch so eintritt. Ein kleiner und wir alle natürlich uns dafür einsetzen. Ja, ein kleiner Lichtblick. David, du siehst das auch so, du nickst gerade so. Ja, absolut. Und das sind, also man muss das vielleicht einordnen, die Internationale Energieagentur, die ist entstanden in der globalen Ölkrise in den 70ern, die sind historisch konservativ. Und wenn die sagen, das goldene Zeitalter von Gas und Öl ist vorbei, das hat eine Signalwirkung, vor allem auch, weil alle Investoren, also Finanzmärkte, die Finanzmärkte ist ein ganz wichtiger Player, wenn es darum geht, dass wir den Klimawandel bewältigen, die achten auf diese Berichte von der Internationalen Energieagentur, also World Energy Outlook. Das ist nicht zu unterschätzen. Ein Punkt, den ich noch anbringen wollte, weil wir auch gerade hier um globalen Süden auch sprechen. Unsere LNG-Nachfrage sorgt für ganz perverse Situationen in anderen Teilen der Welt. Okay. Also zum Beispiel in Südostasien, in Indonesien, in anderen Teilen von Südostasien, fehlt es halt jetzt an LNG, weil der Europa die LNG-Nachfrage so nach oben getrieben hat. Und den Markt praktisch, alles was auf dem Markt ist, absorbiert hat, dass da teilweise Energie-Blackouts sind oder wieder mit Kohle verfeuert wird. Ist fossil und fossil, aber das zeigt halt die Verbundenheit und wie komplex sich teilweise die Krise durch den russischen Angriffskrieg sich halt auch auswirkt. Mhm. Miriam, wie hast du die letzten Monate erlebt oder ihr auch so im GIGA-Institut? Was sind da auch noch so für Faktoren? Kannst du da noch was ergänzen? Ja, ich kann tatsächlich nur ergänzen, weil aus der Praxis können die beiden KollegInnen auf der Bühne natürlich sehr viel mehr sagen. Gerade zu Anfang war, und es besteht, glaube ich, immer noch gerade aus Sicht der globalen Politik, dass es eben zu dieser Polarisierung kommt. Also ihr seid entweder mit uns oder mit Russland. Und ich denke, das hat auch zu viel potenzieller Spaltung. Und ich kann das jetzt natürlich aus der Praxis nicht so einschätzen, aber dass es da natürlich auch zu Schwierigkeiten gibt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auf der COP wieder eine Rolle spielt, dass es eben die Positionierung zu Russland dann natürlich auch einen größeren Einfluss hat auf andere Politikfelder wie die Klimapolitik halt hinaus. Und ich denke, da muss gerade die EU und ihre Partner mit ein bisschen mehr Sensibilität auch vorangehen, warum eben ein Staat wie Indien, aber natürlich auch andere
sich das sehr schwer tun, sich ganz eindeutig zu positionieren, weil es eben diese Zielkonflikte, die ich vorher schon mal angesprochen habe, gibt. Und ich denke, niemand hat was von so einer sehr starken Polarisierung, die dann eher auf einer fast schon ideologischen Perspektive passiert und zu Ausgrenzung führt, die aber natürlich für die Entwicklungsländer dann gar nicht so einfach ist, sich da zu positionieren. Ja, genau. Also ich würde eher aus der Metaperspektive sagen, wir müssen, dass es schon ein Problem ist, wenn es da zu dieser Polarisierung und der Zweiteilung, der neuen Zweiteilung der Welt kommt. Ich meine, manche haben ja schon vom neuen Kalten Krieg gesprochen. Und ich glaube, das ist für niemanden gut. Aber es ist schon spannend, was für Auswirkungen das haben kann, oder? Ich merke es auch bei mir im Umfeld. Wer da sich jetzt plötzlich mit Photovoltaik oder Solar auseinandersetzt, wäre vor 2, 3 Jahren noch nicht denkbar gewesen. Ne? Ich schaue ins Publikum oder wir gemeinsam. Da gibt es schon die erste Reaktion. Schießt schon der Arm nach oben. Wollen wir mal eben gucken, wie wir das? Da kommt schon jemand perfekt. Einmal mit dem Mikrofon, dann machen wir jetzt gerne den Saal auf quasi und starten die offene Fragerunde. Dann bitte. Ja, hallo. Neben Klimafinanzierung, also genau, Ausgleichszahlungen, gibt es jetzt ja auch immer wieder die Forderung nach einem Schuldenschnitt oder Schuldenerlass. Da würde mich vor allem die Haltung der Bundesregierung bzw. des BMZ interessieren, aber natürlich auch die anderen, wie quasi so ein bisschen dem gegenüber sitzen. Also, Heike, möchtest du direkt was dazu sagen? Das ist eine sehr relevante Frage, die auch sicherlich in Sharm el-Sheikh auf dem Tisch liegen wird, ohne dass es offiziell Teil der Verhandlung ist. Ja, weil das hängt mit den verschiedenen Krisen zusammen, aber eben auch mit dem Ausblick auf die zunehmenden Verluste und Schäden und dass das, keine Ahnung, ein Hurricane ein Drittel des Bruttosozialprodukts auf den Inselstaaten hinwegfegt, ne? Die überhaupt gar keinen finanziellen Handlungsspielraum mehr haben. Und da ist ganz klar, dass wir dafür Antworten finden müssen. Ja? Der IWF, wofür das BMZ nicht zuständig ist, aber hat ja ein neues Instrument mit dem Resilience and Sustainability Trust aufgelegt, wo aus unserer Sicht große Perspektiven sind, hier den auch noch mal weiterzuentwickeln, auszubauen zu einem substanziellen Instrument. Da müssen wir in der Bundesregierung auch noch näher hingucken und zwischen den Ressorts Gespräche führen. Ich glaube, was für uns auch noch ein relevantes und eher im BMZ-Bereich auch Instrumentarium ist, ist in Programme, die wir haben, so eine Klimaklausel quasi einzubauen. Ne? Das heißt, bei zum Beispiel zinsvergünstigten Krediten, die größere Länder bekommen, dann im Fall einer Dürre, einer Flut, quasi dann auch automatisch, ohne groß Verhandlungen und Zeitverlust, Rückzahlungen auszusetzen, damit das Land einfach auch Geld hat, um auf die Krise zum Beispiel zu reagieren. Auch die Frage von Debt Swaps, also Schulden zu erlassen gegen andere Maßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen, Naturmaßnahmen, ist auch ein sehr relevantes Instrument. Ansonsten ist eine Herausforderung, die wir ganz praktisch haben als BMZ, aber auch Deutschland, dass wir gar nicht mehr so viel quasi Schuldner haben, denen wir was erlassen können, sondern das ist ganz viel auch Verschuldung bei China und bei privaten Banken, die auch noch zum großen Teil auch chinesische Banken sind. Das heißt, wir können von daher eher über über IMF und Weltbank und andere Instrumente mit den anderen Gebern versuchen, da neue Lösungen zu finden. Aber wir können aus unseren Büchern gar nicht so viel streichen, weil da Ah, nicht so okay. viel ist. Aber generell bei dem Thema ist wahrscheinlich auch wieder schwierig, das einfach gerecht zu gestalten, oder? Weil Schuldenerlass stelle ich mir jetzt ein ganz großes Thema vor. Vermute ich jetzt, dass das auch ein Punkt ist, wieso das alles sich so hinauszögert oder nicht mal eben so, ja, komm, zack, hier, einmal alles auf Null. Na, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt in zwei Richtungen, ne? Also der eine ist die Gerechtigkeit, wenn nur ein Teil der Schuldner das die Schulden streicht quasi und private Akteure oder China weiter den Schuldendienst verlangen, ist die Frage, ist das gerecht? Und die andere Frage, auch bei anderen Schuldenerlassen, ist das so zu gestalten,
dass der Schuldenerlass ja auch bei den Menschen zum einen ankommt und auch nachhaltig eingesetzt wird. Ja, und dass das nicht der Anfang quasi der nächsten Verschuldung ist oder eben auch gar keine Maßnahmen für Klimaschutz, für Anpassung jetzt in dem Falle daraus erfolgen. Ne? Da muss man auch gut bei der Gestaltung drauf achten. Du hast eben schon fleißig mitgeschrieben, ja, oder war das nicht darauf bezogen? Ich würde gerne noch was sagen, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt finde mit der Schuldenfrage. Weil, also ich habe kürzlich mit RegierungsvertreterInnen von in Malediven gesprochen. Und die sagte, sie kommen halt in einen Teufelskreis. Sie haben extrem Wetterereignisse, die zu Verwüstung sorgen. Sie müssen wieder aufbauen, dafür verschulden sie sich. Dann kommen die nächsten extremen Wetterereignisse und es passiert immer wieder. Und tatsächlich gibt es eine, also wenn wir von Entwicklung sprechen, Wohlstandsentwicklung, tatsächlich eine Rückentwicklung. Das heißt, diese Verbindung der Schuldenkrise mit der Klimakrise ist auch eine dieser klassischen Verbindungen der Krisen, die wir angehen müssen. Und Heike sprach eben von China schon und von den Klimaverhandlungen. Bei den Klimaverhandlungen, zum Beispiel in Glasgow im vergangenen Jahr, gab es ein Verhandlungsthema, wo es darum ging, auch den Aspekt der Schulden zu betrachten. China war da ganz vehement dagegen, diesen Schuldenaspekt zu betrachten, weil sie wissen, dass sie da einer der Hauptakteure und Faktoren sind. Und für wen das, also dieses Schuldenerlass-Thema spannend ist, da gibt es eine Agenda, die von der Premierministerin von Barbados vorangetrieben wird, Mia Motley. Ich kann jedem mal eine Rede von der nur empfehlen. Und das heißt die Bridgetown Agenda. Ich gehe da nicht ins Detail ein, weil es ein bisschen komplexer ist, aber das zeigt, da ist jetzt sehr viel Momentum und Interesse, auch eine Antwort auf die Schuldenkrise zu finden. Miriam, wolltest du noch was ergänzen? Wir wollen dich, wie gesagt, nicht vergessen, nur weil du nicht hier bist. Okay, alles gesagt. Dann machen wir gerne im Saal weiter. Wer hat noch Fragen? Wer möchte gerne eine Frage stellen? Ich sehe nicht alle. Ich hoffe, ich übersehe auch niemanden. Wir machen, glaube ich, vielleicht der Einfachheit halber erstmal hier unten weiter und gehen dann mal gleich nach oben, wenn das okay ist. Einfach nur, weil das jetzt gerade auch am schnellsten geht, wenn wir da direkt einmal vielleicht das Mikrofon weitergeben und dann, wie gesagt, arbeiten wir uns mal nach oben im wahrsten Sinne. Hallo. Danke. Mein Name ist Ahmed. Ich bin Student in der Uni Osnabrück, internationale Migration und interkulturelle Beziehungen. Meine Frage, also die Szenarien in der Zukunft werden dramatisch, gehen da Wissenschaftler davon aus. Mehr als oder mindestens 11 Millionen Menschen werden vertrieben nach Europa. Wie werde diese Prognose die PolitikerInnen wahrgenommen? Und wie wird dieses Thema Umweltmigration in COP27 thematisiert? Danke. Also auch das Thema so Klimamigration ja auch, ne? Oder eine Folge der Klimaschäden. Willst du da noch mal was sagen? Also auch ein total relevantes Thema. Ich glaube, wir haben es jetzt heute noch nicht so deutlich ausgesprochen. Nur um es noch mal einmal zu sagen, für all diese auch gerade Krisenelemente gehört natürlich auch dazu, weiß ich, Germanwatch und alle hier miteinander, die sich in der COP auch vor allem nochmal für ambitionierten Klimaschutz einsetzen. Ne? Also auch Anpassung, Verluste und Schäden, Entschuldung ist alles total relevant. Die allererste Maßnahme ist auch immer, mit Klimaschutz weiterzumachen, um eben dann auch die Folgen für Migration, den Verlust von Heimat, Meeresspiegel etc. so möglichst gering zu halten. Aber trotzdem, das wird und ist ja jetzt schon, wenn wir den Sahel angucken, in Regionen einfach ein ganz gravierende, schon jetzt ein Element, das auch Migration bestimmt oder am Horn von Afrika. Und da versuchen wir in den Ländern natürlich auch Programme mit den Ländern zu machen, die da andere Lebensperspektiven ermöglichen. Aber ganz klar, für die Inselstaaten, da muss die Staatengemeinschaft müssen wir gemeinsame Lösungen finden. Es ist jetzt, glaube ich, bei der UN-Generalversammlung wird es einen Vorstoß von Vanuatu geben. Muss man gucken, wie der diskutiert wird. Aber da brauchen wir neue Lösungen, das ist klar. Also auch hier der Aspekt mit dem Präventiven, ne? Oder jetzt schon Dinge vorzubereiten, genau. Um möglichst den Schaden, der kommen wird, so gering wie möglich zu halten. Wollen wir direkt die nächste Frage? Das glaube ich alles jetzt erstmal gesagt. Okay, dann machen wir direkt vielleicht in der nächsten Reihe weiter. Genau, da gibt es eine Meldung. Ja, hallo. Hallo. Ich bin das. Ich habe
eine Frage, und zwar hat mich das sehr gestört, dass in der ganzen Debatte erstmal nur, jetzt soweit ich das verstehe, deutsche Perspektiven vertreten sind und dass auch das Wort Kolonialismus überhaupt nicht gefallen ist. Also ich frage mich tatsächlich, warum immer noch dieses Narrativ fortgesetzt wird, dass Deutschland irgendwie helfen muss und dass Deutschland ja irgendwie da ja mit Studien oder Technologien helfen soll und wir hier über diese Länder sprechen, obwohl doch eigentlich klar ist, dass das durch koloniale Machtunterschiede immer weiter fortgesetzt wird, diese Ausbeutung, und dass die Länder heute schon betroffen sind und wir jetzt nicht weiterhin diese gleiche Logik fortsetzen können. Und deswegen frage ich mich, ob es da auch dekoloniale Ansätze gibt und wirklich einen Austausch mit den Leuten, die davon betroffen sind, weil hier sehe ich das gerade nicht. Okay, sind wir auch wieder beim Thema Verantwortung. Das meinst du auch, ne? Das Thema Verantwortung dann ja auch. Wer möchte dazu von euch direkt? Also, David, hm? Heike, ich gebe dir ein bisschen Zeit. Also, ich glaube, wir haben ja ganz viel darüber gesprochen, dass Partnerschaft auf Augenhöhe sein muss, ne? Also, dass die, ja, aber das ist tatsächlich, das ist, wir arbeiten zum Beispiel mit der Zivilgesellschaft im globalen Süden ganz stark. Zum Beispiel Germanwatch hat nur Büros in Deutschland und unser Ziel ist immer, die Partner im globalen Süden aufzubauen, die Zivilgesellschaft, mit denen zusammenzuarbeiten, denen zu ermöglichen, Stimmen vor Ort zu sein. Jemanden zuschalten? Ach, hier meinst du jetzt? Ja gut, das haben wir jetzt ja nicht organisiert. Also das geschieht auch viel. Also das ist in vielen Veranstaltungen ist es so, dass Partner aus dem globalen Süden zugeschaltet werden. Wir zum Beispiel die Klimaverhandlungen finden jetzt in Ägypten statt. Wir haben da gibt es typischerweise auch immer Side-Events. Man kann sich das ein bisschen wie so eine Messe vorstellen. Und da ist immer wieder das Ziel, auch gerade die Stimmen des globalen Südens zu hören. Wenn es darum geht, zum Beispiel, wenn ein Hauptthema, wo diese Kolonialismusfrage gerade ganz stark aufkommt, ist zum Beispiel der Aspekt des Wasserstoffs. Deutschland möchte für die Zukunft Wasserstoff importieren aus Afrika. Und dann ist die Frage, okay, aber wie geht es darum um Nachhaltigkeitsstandard? Wie geht es denn darum, dass die Bevölkerung vor Ort eigentlich erstmal Energiezugang hat? Wie Wasserstoffproduktion braucht sehr viel Wasser. Aber Wasser ist teilweise rar in Ländern in Afrika. So. Das sind Themen, wo es genau darum geht, diese Stimmen aus dem globalen Süden dazu zu holen. Und das passiert auch. Nur weil das jetzt hier nicht passiert, heißt das nicht, dass wir nicht diese Aspekte auch reflektieren. Wir sitzen nun mal in Deutschland, wir kritisieren ja zum Beispiel auch teilweise das, was Deutschland tut. Ich habe das zu Beginn schon getan. Und trotzdem ist Deutschland ein Akteur, auf den viele auch achten. Sei es Land wie, in Afrika, wie gesagt, ich habe das gesagt, wie Deutschland jetzt handelt, aber auch ein Land wie Südkorea. Deutschland ist ein wichtiger Akteur in der Welt. So, und das ist deshalb ist das immer in Verbindung zu sehen, da ist nichts isoliert zu sehen. Und die Kolonialisierungsdebatte ist sehr aktuell, Neokolonialisierung. Und gerade, wie gesagt, beim Wasserstoffthema. Ich glaube, es ist nicht bewusst, dass wir die probieren zu ignorieren. Es ist einfach, dass wir hier vor Ort die Rolle Deutschlands auch in diesem ganzen Komplex auch einfach betrachten. Und ich kann nur sagen, dass die Debatte und die Frage oder die Fragen total relevant sind. Ja, wenn ich selber von Helfen gesprochen hätte, woran ich mich nicht erinnere, aber dann ist das definitiv falsch, sondern habe versucht, den partnerschaftlichen Ansatz, der auch zum Beispiel heißt, dass wir manchmal von außen gesagt bekommen, warum macht denn BMZ nicht mehr dieses oder jenes? Manchmal betrifft das sogar Klimaschutzmaßnahmen.
Und wo wir dann sagen, ja, weil die Partnerländer andere Prioritäten haben. Ich sage mal jetzt ganz praktisch, der David verlangt dann von uns öfter oder Germanwatch 50-50 Balance, ne? Klimaanpassung und Minderung in dem, was wir bei Klimafinanzierung machen. Und da habe ich noch diese Woche in so einem Gespräch mit Zivilgesellschaft gesagt, wir stehen da voll hinter. In 2021 haben wir das erreicht. Ich könnte das nicht für 2022 planen, weil wir einfach nicht wissen, was dann die Partnerländer für Schwerpunkte haben und wie wir dann entsprechend planen. Aber trotzdem, die Frage ist super relevant und ich würde sogar nochmal, das, was du mit Wasserstoff gesagt hast, ist alles total richtig. Ich würde nochmal aber eine Schraube drüber drehen an der Stelle, auch die neue Ökonomie der Energiewende, die wir jetzt zum Beispiel ja alle wollen, die ist für mich nicht automatisch gleichberechtigt und nicht automatisch auch so eine teilweise menschenverachtende, zerstörerische Ökonomie wie die fossile Ökonomie. Wir müssen eine erhebliche Anstrengung unternehmen, damit wir auch jenseits der unmittelbaren Effekte, aber was Technologiezugang angeht, auch bei den verschiedenen Lieferketten überhaupt Gleichheit herzustellen. Deswegen ist das eine strukturelle, relevante Frage, der wir uns stellen müssen. Mhm. Miriam, von dir noch was oder machst du schon andere Notizen? Nö, ich schreibe hier nur so ein bisschen mit. Ich kann der Fragerin natürlich in ihrem Anliegen total zustimmen. Ich denke aber auch, Deutschland als Akteur ist wichtig und hat eben auch große Verantwortung. Und dabei geht es, das hatte ich hoffentlich vorhin deutlich gemacht, nicht um helfen oder lehren oder sonst in irgendeiner Form. Ich denke, es gibt gute Ansätze, gerade mit diesen JETPs, also den Just Transition Partnerships. Aber natürlich ist auch gerade ist Energiewende schon auch ein Thema, wenn wir Ressourcenausbeutung für Batterien und so weiter, Biofuels und so weiter, das ist ein Thema, das muss immer und immer und immer wieder angesprochen werden. Also von daher auch danke für die Frage. Okay, ganz wichtiger Aspekt. Danke für die Frage. Dann machen wir gerne weiter. Oder hatten viele jetzt die gleiche Frage? Nee, wir hatten nur noch mehr Wortmeldungen vorhin, oder? Da oben war doch vorhin auch mal was. Wollten wir da sonst mal ein bisschen weitermachen? Ja, sonst machen wir hier. Oben rechts sonst. Ja gut, wollen wir das mal sonst so versuchen, dass wir mal ein bisschen aus einer anderen Ecke Fragen nehmen. Also wer jetzt nicht drankommt, es gibt im Nachgang ja auch noch mal die Chance, Fragen zu stellen, ne? Im Speakers Corner hier um die Ecke. Also da könnt ihr gleich sonst gerne auch noch im Anschluss mit rüberkommen. Da können wir vorher noch ein paar Dinge dann im kleinen Kreis besprechen. Das nur schon mal als Information. So, jetzt schauen wir mal da oben. Genau. Hi. Und zwar betrifft meine Frage vor allem, dass wir hier jetzt viel darum gesprochen haben, was Deutschland oder was die internationale Gemeinschaft machen kann, um gerade diese 100 Milliarden bereitzustellen. Und ich frage mich dabei, was können wir eigentlich auch als Privatpersonen, gerade wenn wir zum Beispiel die Zivilgesellschaft unterstützen wollen, machen, um da eben auch zu helfen, weil es kann ja nicht sein, dass nur die Staaten handeln können, wenn wir als Privatpersonen so viel Mengen an Geld zur Verfügung hätten, das eben auch zu helfen. Okay, gibt es da Ideen, Antworten von euch? Wer möchte? Also ich finde die ganz wichtig, die Jugendbewegung in Deutschland hat einfach also speziell natürlich Fridays for Future, ganz erheblich dafür gesorgt, dass Deutschland Fortschritte gemacht hat im Klimaschutz und allgemein in der Rolle, was Deutschland bewegen will. Ohne Fridays for Future wären wir nicht da, wo wir jetzt wären. Und die haben ganz viel Raum geschaffen für mehr Ambitionen. Deshalb, wenn sich also junge Leute wie ihr jetzt hier alle entsprechend aktiv seid und euch einbringt über die verschiedenen Foren, dann sorgt ihr schon dafür letztlich, dass mehr passiert. Jetzt sagst du, du bezogst dich speziell auf Gelder. Es gibt viele Möglichkeiten, nachhaltig zu investieren. Also es gibt
immer mehr Möglichkeiten, auch erstmal schon die richtige Bank zu wählen. Die Banken, die nicht ihre Gelder wiederum in fossile Energieträger anlegen, wenn es nur um ein Konto geht, und wenn es dann um mehr Investitionen geht, kann man sich auch, gibt es viele Möglichkeiten, es so anzulegen, dass das zum Beispiel in nachhaltige Investitionen geht. Auch ein interessanter Aspekt. Du noch was ergänzen? Würde ich total unterstreichen, sowohl das politische Engagement, was wirklich auch jetzt so hier in Lüneburg wirklich total tolles Geldanlage, und als drittes würde ich nur noch, wir sind alle auch Konsumenten und können auch darin, durch das, was wir nicht konsumieren, als auch das, was wir bewusst, fair, gerecht konsumieren, auch Einfluss einnehmen. Textilindustrie zum Beispiel, ne? Wo kaufe ich meine Klamotten ein, meine Kleidung, wo kommen die Kleidung her? Ein Aspekt. Wenn ich genau. Darf ich einmal? Gerne, ja, klar. Ja, yeah. Finde ich alles total wichtig, aber ich finde vielleicht, es ist schon problematisch, wenn man das individualisiert, die Verantwortung. Ne? Die Hürden für eine bessere Klimawelt, die sind strukturell. Es geht um Lobbyismus, es geht um Rolle von Konzernen, es geht um, es ist ja nachgewiesen in Studien, dass auch Konzerne schon lange wissen, dass sie klimaschädlich sind, also schon über 30, 40, 50 Jahre, und dass es einfach geschafft wurde, dass es auf den, dass es auf die Nachfrage sehr oft angelastet wird. Also wir müssen weniger nachfragen, sondern nee, es muss weniger angeboten werden. Und das ist schon, also die Hauptlast sollte nicht auf die Individuen verteilt werden, sondern eben auf Beschränkung des Angebots und so weiter. Also gerade jetzt vielleicht nicht im Global, das ist jetzt nicht unbedingt die Frage des globalen Südens, sondern eher der Industrie, der industrialisierten Welt. Ich finde, das ist wichtig, dass jeder tut, was er kann, aber ich finde, dabei darf man nie aus den Augen verlieren, dass es nicht, dass die Hürden nicht auf der Ebene des Individuums liegen, vor allem, sondern dass es strukturelle Faktoren sind, die angegangen werden müssen. Das stimmt auf jeden Fall. Was kann ja vielleicht auch dann die Summe sein unserer Handlungen, ne? Oder was auch der Verbraucher vielleicht dann ja auch verlangt, oder dass sich dann dadurch auch was ändern kann, wie eben Stichwort, wo kaufe ich meine Kleidung ein, was für Lebensmittel nehme ich zu mir, das ist vielleicht so ein Aspekt, der da auch reinspielen kann, ne? Was wir dann auch in Summe quasi bewegen können. Aber natürlich nicht ausschließlich, klar. So, die ersten ziehen weiter, wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir machen gerne sonst mit der Fragerunde weiter. Vielleicht passt das jetzt mit dem Licht auch ganz gut, damit hier nicht gleich jemand die Treppe runterfällt. Da wir hatten jetzt an. Da oben noch... Links an, Nuschka ist auch noch. Wenn es da oben keine Frage gibt, sonst geben wir das Mikrofon weiter. Bewegen uns jetzt vielleicht doch wieder eher von mir aus betrachtet nach links, weil hier scheint, genau, da sehe ich auch noch eine Frage. Was für den Schrittzähler jetzt, genau. Das machen wir vielleicht da in der Mitte erstmal, genau, und dann können wir uns ja wieder nach unten arbeiten. Genau, da vielleicht. Genau. Sie haben das ja angesprochen mit der persönlichen Verantwortung, die jeder dabei hat, die Produkte auch richtig auszuwählen, nur das ist ja auch gar nicht so leicht, mal rauszufinden, wo kommt, was ich habe eigentlich her und wie wurde das produziert, wie sieht es da mit der Ökobilanz aus. Das ist ja unheimlich schwierig. Das ist ein riesen Aufwand, den man für jedes einzelne Produkt machen müsste. Das kann man einfach zeitlich schon gar nicht mal, weil man auch noch Wichtigeres zu tun hat. Warum gibt es davon noch keine Unterstützung? Wir haben ja schon den Nutri-Score, der ziemlich nach hinten losgegangen ist und ein ziemlicher Witz ist. Warum gibt es aber nicht mal so etwas Vernünftiges wie eine CO2-Bilanz? Warum kann man nicht sagen, dass Produkthersteller aufdrucken müssen, wie viel CO2 ist bei der Produktion dieses Gegenstandes produziert worden? Gute Frage, guter Ansatz. Wer möchte dazu? Oder wer weiß schon auch was darüber vielleicht, was getan wird oder eben noch nicht getan wird? Ich kann was dazu sagen, ohne viel dazu zu wissen, aber nein, das klingt jetzt doof. Aber die Frage ist ja total gut, passt ja auch zu dem, was Miriam sagte, ne? Also wir haben ja jetzt beantwortet eine Frage nach, was kann ich individuell tun,
Das heißt aber natürlich nicht, sondern das heißt natürlich absolut, dass die Strukturen geschaffen werden müssen, die das auch jedem Bürger, aber vor allem die das wirtschaftliche Handeln, die Produktion von egal welchen Waren und damit auch die Transparenz, ne, worauf Sie dann ja auch abhebten und die Einfachheit für den Konsumenten, sich klimaangepasst zu verhalten. Da müssen ja die Strukturen durch CO2-Bepreisung, durch andere Vorschriften geschaffen werden. Ne? Das ist das Zentrale. Jeder, der schon mal bei irgendeiner Veranstaltung sein eigenes oder digital sein eigenes CO2-Budget so mit diesen Scheiben getestet hat. Man kann vegan ohne Auto. Es sind ja die strukturellen Faktoren in Deutschland, die mich, egal was ich mache, nicht unter ein gewisses Niveau bringen. Ja, das zeigt eben auch, wir müssen hier ganz andere Hebel bewegen, klimapolitische Rahmenbedingungen in Deutschland und woanders gestalten. Und dann braucht man vielleicht auch gar nicht den Nutri-Klimascore, sondern man stellt einfach klimaneutral spätestens bis 2045 alles her, ja, und hat das dann auch als Konsument ganz einfach, Konsumentin ebenfalls. Eine Ergänzung, das Interessante ist, die Datenlage ist letztlich noch gar nicht so gut. Also die Regulierung, und da sind wir wieder bei der regulativen Ebene, die Regulierung wird gerade erst erarbeitet, beziehungsweise in Teilen wurde sie beschlossen, dass nicht nur die größten Unternehmen letztlich festhalten müssen, wie viel CO2 sie überhaupt und auch andere Umweltfaktoren, wie sie beeinflussen, sondern auch beispielsweise der Mittelstand, was für Deutschland natürlich, wo der Mittelstand das Rückgrat unserer Wirtschaft ist, ein ganz wichtiger Faktor ist. Und wenn diese Daten nicht vorliegen, ist es auch schwierig, entsprechend entsprechende Daten zu nutzen, um dann auf den Produkten abzubilden, wie du das gesagt hast. Also da ist tatsächlich noch eine große Lücke, und es ist leider auch so, dass viele Unternehmen sich dagegen wehren, diese Daten zu erheben, weil sie denken, das sind jetzt Mehrkosten und das können wir nicht stemmen. Und faktisch sagt aber die Wissenschaft, dass die Mehrkosten 1-2 Jahre sind und dann letztlich dieses Mehr an Daten sogar profitabel ist, weil vielleicht habt ihr es im Studium schon mal gehört, was ich nicht weiß, kann ich auch nicht managen. Also Daten sind letztlich gut, aber viele Mittelständler wehren sich dagegen, um mehr Umwelt- und Klimadaten auch zu erheben. Gut, das kann ja auch verschiedene Gründe haben, ne? Also ob es jetzt wirklich der Zeitfaktor oder der Geldfaktor ist, sind wir dann dahingestellt. Aber ja, wer weiß, was da vielleicht auch noch mal kommen wird oder noch in der Mache ist. Weitere Fragen hier vorne auf jeden Fall, ne? Die hatte ich eben schon gesehen. Ich hoffe, wir haben jetzt oben niemanden verloren. Aber wie gesagt, ihr habt uns gleich auch noch die Möglichkeit, noch eure Fragen zu stellen in der Ecke. Genau. Ja, also es wurde jetzt gerade schon eine Frage bezüglich neokolonialer Strukturen gestellt, aber ich persönlich empfand die Antwort als unbefriedigend, weil wir die ganze Zeit über irgendwie Damage Control gesprochen haben, also das, was jetzt schon alles angerichtet wurde, wie können wir das irgendwie noch begrenzen, aber warum wird denn nicht an die Wurzel der Probleme gegangen, wenn es zum Beispiel um unfaire Freihandelsabkommen geht oder die anhaltende Ausbeutung von europäischen oder von westlichen Konzernen in Ländern des globalen Südens, warum wird da überhaupt nicht drüber geredet, weil das ist doch das, was wirklich was verändern kann und nicht, ob ich jetzt die Hafermilch kaufe oder die Kuhmilch. Also wir sind uns alle einig, was Ernährung angeht, aber gerade was zum Beispiel die Agrarindustrie in afrikanischen Ländern angerichtet hat, das ist doch verheerend und da muss doch endlich mal was geändert werden. Miriam macht sich, glaube ich, schon Notizen, macht sich schon bereit. Vielleicht sonst erstmal einer von euch beiden. Möchte da jemand noch? Also, das ist absolut richtig und relevant, sich auch diese strukturellen Beziehungen anzuschauen. Ich würde jetzt das deutsche Lieferkettengesetz, was zum 1.1. nächsten Jahres beginnt, als einen wichtigen Schritt in diese Richtung sehen.
wo ja auch die Diskussionen zum weiteren Ausbau, zur Vertiefung angehen, was ja eben gerade an diese Strukturen ran soll. Und auf europäischer Ebene wird ja jetzt auch über das Lieferkettengesetz gestritten und gestritten deswegen, weil es eben an wirkliche Knackpunkte da auch rührt. Und wir uns als BMZ da uns auch für einen ambitionierten Wurf einsetzen. Das sind vielleicht alles die Aspekte, was wir vorhin ein bisschen hatten, worüber tatsächlich noch zu wenig gesprochen wird, ne? Oder was noch zu wenig so ans Tageslicht kommt. Das fällt da ein bisschen noch mit rein. Miriam schreibt noch weiter. Ich gucke sonst mal David an. Willst du noch was dazu sagen oder ergänzen? Sonst also ich glaube, wo das Thema, gerade wenn wir jetzt Klima und die Wirkung im globalen Süden betrachten, wo es besonders gerade, glaube ich, aufkommt, ist bei der Ressourcenfrage. Also was bedeutet es denn, Lithiumabbau, Kobaltabbau, also die seltenen Erden, was das letztlich erwirkt und letztlich wir nämlich die Aspekte wiederholen, die wir, wie Heike sagte, bei den fossilen Energien schon gemacht haben, also den Raubbau an Natur und Mensch letztlich im globalen Süden für den Wohlstand hier. Und deshalb ist gerade der Aspekt wie das Lieferkettengesetz, aber auch andere Initiativen extrem wichtig, um diese Fehler und auch den menschenrechtlichen Aspekt, da die Fehler nicht zu wiederholen, wenn wir jetzt die Klimakrise angehen. Denn ich kann das nur wiederholen, letztlich ist alles vernetzt. Und also diese Komplexität und diese Vernetzung ist einfach Schlüssel, dass das intelligent angegangen wird und nicht wieder eine Krise angegangen zum Kosten von anderen Faktoren. Und da dann eben doch noch mehr auch an die Wurzel zu gehen. Miriam, wolltest du noch was ergänzen? Sonst frage ich hier gleich noch. Nee. Ich hätte jetzt nur auch, habe mir auch Lieferkettengesetz aufgeschrieben. Und natürlich, es gab ja, ich glaube, es war Ecuador, die das angeboten haben, quasi ihre Förderung in dem Regenwald aufzugeben, wenn es eben entsprechende Förderung gibt. Und das hat aber die Gründe, warum das dann nicht geklappt hat, die waren natürlich international, aber die waren auch lokal. Also die Komplexität des Ganzen darf man nicht unterschätzen. Mehr habe ich dazu jetzt im Moment. Ich frage uns nochmal direkt nach, war das jetzt befriedigender? Wer hätte die Frage gerade nochmal gestellt? Sonst gerne nochmal nachhaken, ne? Dafür sind wir jetzt hier. Also können wir gerne noch, ob das auch ein wichtiges Thema ist. Okay so, oder wollen wir gleich sonst? Sonst können wir, wie gesagt, gleich nochmal im kleineren Kreis auch noch weiter sprechen. Okay, sonst, okay. Hallo, danke schön. Ich möchte gerne nochmal nachhaken. Meintest du, Heike, schon, dass wir zinsvergünstigste Kredite an Länder geben, die betroffen sind. Und von Germanwatch kam ja der Zusatz, dass sich das nicht, also dass es so einen Teufelskreis bildet, wenn man Schulden aufnimmt, um Schäden zu reparieren, weil sich das nicht rechnet. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum muss ich Klimaschutz rechnen und Klimaanpassung? Also warum geben wir Klimafinanzierung in Form von Krediten aus immer noch so viel mehr als in Form von Zuschüssen? Denn eigentlich haben wir ja die Klimaschulden. Also Heike, du meintest, wir können keine Schulden erlassen, weil niemand bei uns Schulden hat oder weniger. Aber wir haben doch Schulden bei anderen, weil wir so viele Emissionen in die Luft stoßen. Und das bewegt mich, deswegen möchte ich meine Frage nochmal formulieren. Und zwar, wie könnte man denn aus dem privaten Sektor neue Initiativen auch noch bilden, neben dem Lieferkettengesetz, die müssen jetzt noch nicht fertig gedacht sein, aber mich würde interessieren, wie der private Sektor für die Emissionen aufkommt, ohne dass es Rendite geben muss. Wer möchte zuerst? Wurdet jetzt beide nochmal angesprochen von euren Antworten? Heike holt schon Luft.
Ja, das waren jetzt ja verschiedene sehr relevante Aspekte. Ne? Der Aspekt der Klimagerechtigkeit, gerade mit den historischen Emissionen, ja, der absolut relevant ist und auch wirklich die internationale Unterstützung mobilisieren muss für die Länder, nicht nur die 100 Milliarden, die wir noch nicht schaffen, sondern weit darüber hinaus. Ja, sowohl von dem Aspekt, was ist notwendig, aber auch von dem Aspekt der Solidarität und Klimagerechtigkeit. Ja, da kann ich nicht widersprechen. Das Zweite mit den Krediten, das habe ich vorhin als ein Beispiel genannt, aber vollkommen richtig. Ein ganz zentrales Element, gerade für die Ärmsten, und das ist in der deutschen Klimafinanzierung auch, müssen Zuschüsse sein, ganz ohne Kredite. Also ich glaube, dass zum Beispiel, was wir bei Anpassung zahlen an die ärmsten Länder, das ist zu 98% oder so, glaube ich, alles, oder 99 Zuschüsse. Ja? Und die Zahl, die dann die frühere Bundeskanzlerin oder die der jetzige Bundeskanzler mit 6 Milliarden angekündigt hat, das ist ohne den Kreditmarktmittelanteil. Ja? Das ist so eine wirkliche reine Haushaltsmittel, also aus dem Bundeshaushalt Zahl. Nichtsdestotrotz ist das natürlich Richtung der Verschuldungsaspekte und der Verantwortung, die wir da auch haben, wie wir die Zusammenarbeit mit den Ländern ausgestalten, das müssen wir mitbedenken und eben, wie David vorhin sagte, auch an neuen Instrumenten arbeiten, die das unterstützen. Und da ist dann, das wäre mein letzter Punkt, passt auch zu der Frage dann Privatsektor. Wir brauchen, also das Pariser Klimaabkommen hat ja auch Kompensation ausgeschlossen. Das war ja der Deal, der dann 2015 auch war, ja, und der für viele Akteure, auch aus Position der Bundesregierung, aber gerade USA, auch andere, total wichtig ist. Wir brauchen aber innovative andere Instrumente. Wir müssen, ob das nun CBAM, also dieser Absicherungsmechanismus nach in den Außengrenzen der EU, ob das Kerosinsteuer, Plastiksteuer, wir müssen bei neuen Instrumenten einfach überlegen, wie wir da Mittel für die ärmsten Länder, für die vulnerabelsten Gruppen, für Klimaschutz, Anpassung, Verluste und Schäden mobilisieren. Ich hab, ja. Darf ich? Sehr gerne. Noch ein Satz. Also es ging ja gerade auch um Rendite, profitorientierte Konzerne. Es ist nicht zu erwarten, dass da freiwillig irgendwas passiert. Es sind profitorientierte Konzerne, aktiennotiert und so weiter. Ich finde, vielleicht ist das auch, ich glaube, wir kommen zum Ende, es muss also der Zugang verknappt werden. Und ich finde, da also eine Initiative, die Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, also den Nichtverbreitungsvertrag für Fossil Fuels, das gewinnt gerade an einer Dynamik, die ich sehr spannend finde. Und dadurch würde eben eine Verknappung des Zugangs überhaupt und dadurch, was ich vorher schon sagte, die Verknappung des Angebots passieren. Und ich denke, das sind gute Wege, das auch auf der Regulationsebene das zu schaffen, weil freiwillig wird das, denke ich, sehr schwierig, das in irgendeiner nachhaltigen Weise zu schaffen. Aber gerade ich sage es nochmal, der Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, das wird jetzt sogar im EU-Parlament diskutiert. Es gibt vereinzelt Städte, auch in Lateinamerika zum Beispiel, die sich dem schon angeschlossen haben. Also das ist in diese Leave it in the Ground-Richtung. Ich denke, das ist vielversprechend und ich glaube, da lohnt sich auch ein Engagement, wenn da jemand noch ein Outlet für sich selbst auch sucht. Okay. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider so langsam tatsächlich auch die Bühne freimachen. Es sei denn, wolltest du noch? Nee. Wir merken, es ist ein sehr großes Thema, es ist ein sehr breites Thema. Es ist auch, glaube ich, ein sehr tiefes Thema. Wir sind da jetzt ja auch in Ebenen vorgedrungen, die sehr tief sind, die aber auch wichtig sind, wichtige Aspekte. Vielen Dank an alle, vielen Dank an euch. Genau diesen Input brauchen wir auch, wie wir gemerkt haben, eure Sicht, eure Fragen. Wie gesagt, wer jetzt noch Fragen hat, kommt gleich gerne nochmal mit rüber zur Speakers Corner. Da sind wir gleich noch für euch da oder halt dann auch die Speaker. Vielen Dank, schönen Abend noch, viel Spaß weiterhin und auch morgen noch. Und ja, von meiner Seite vielen Dank auch an euch dreien, digital und analog. Vielen Dank und euch noch einen schönen Abend.